Staffel wieder dabei, denn heute werden nämlich Toni als auch Lars gegeneinander antreten. Dementsprechend haben wir wieder super viel Pappe besorgt und werden heute absolut krasse Pappautos bauen. Ja, Mann. Und ich kann nicht ganz so richtig mitbauen, weil ich habe nämlich meinen Fuß verletzt. Sehr nett, Mann. Oh, danke. Du bist ein echt guter Doktor. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Pappe und müssen dementsprechend Pappe-Autos bauen. Das Ganze werden wir mit zwei Tuning-Garagen machen. Dafür haben wir hier hinter uns auf jeden Fall einen riesigen Vorhang, den wir jetzt mal aufmachen können. Okay, jeder von euch kann eine von diesen Tuning-Garagen dementsprechend aussuchen. Das bin hier drüben einfach. Ich nehme das. Okay, alles klar, dann hat sich das geklärt. Jeder von euch hat genug Platz, um sein eigenes Pappe-Auto zu bauen. Und ich werde sozusagen bewerten, wie gut die Pappe-Autos wirklich sind. Und am Ende werdet ihr auf jeden Fall nochmal ein Rennen fahren müssen, wo ich auf jeden Fall bestimmen werde, wer das Rennen gewonnen hat. Ich hab's drauf. Wir haben schon mal ein Video gedreht gehabt, wo wir tatsächlich Rollstühle gepimpt haben. Und das war nice. Da hat Lars auf jeden Fall die Säge gemacht. Deswegen, Toni, du musst da wirklich aufpassen. Lars hat wirklich schon Erfahrung. Was aber interessanter ist, ist, dass wir hier nochmal tatsächlich ein Glücksrad haben, was bestimmt, welches Vehikel ihr tunen müsst. Ihr müsst eure Autos mit Pappe tunen, aber ihr müsst es nicht von Grund auf neu bauen. Wer von euch will anfangen? Ich fange an! Yeah. Ist auf jeden Fall der Wagen geworden. Der ist ein bisschen flach, aber hat auf jeden Fall genug Platz. Das ist richtig krass. Ich glaube, damit kannst du was richtig Nices machen. So, wuhu. So, jetzt bist du dran, Lars. Okay, okay. Oh, jetzt ist es geworden. Der Einkaufswagen mit dem... Ja! Hier ist dein Einkaufswagen. Bitteschön. Piep, piep, piep. Okay, alles klar. Damit sind die Teilnehmer nun vorbereitet. Jeder hat ein circa ähnliches Fahrzeug bekommen. Und jetzt schauen wir mal, was die beiden daraus jetzt bauen werden. Es ist nur Pappe erlaubt, keine anderen Hilfsmittel. Klebeband ist vielleicht auch noch erlaubt. Und die wichtigste Regel ist, nicht abgucken. Und der Gewinner gewinnt alles. Was kann man gewinnen? Ja, gar nichts. Man gewinnt den Spaß! Okay, hier sind wir in der Garage von Toni. Guten Tag. Guten Tag. Was haben Sie vorbereitet? Was wollen Sie bauen? Ich habe mir was richtig Gutes überlegt für dieses Teil hier. Was ist das schnellste Fortbewegungsmittel, das du kennst? Das schnellste Fortbewegungsmittel ist, glaube ich, ein intergalaktisches Raumschiff. Nicht ganz. Aber wenn das hier mein Wagen ist, baue ich daraus. Okay, es soll ein Flugzeug werden. So, so. Hier kann ich dann durchgucken. So, kann ich so fahren. Ah, und das hier vorne ist dann sozusagen dein Fenster, wo du durchsiehst? Ah, okay, alles klar. Gut, verstehe. Gut, dann schauen wir mal bei der Konkurrenz vorbei, was da jetzt gebaut wird. So, werter Teilnehmer, na? Erklären Sie, wie haben Sie vor, dieses Fahrzeug umzubauen? Also, ich habe mir überlegt, ich habe ja das Paddel als zusätzliches Gerät dazu bekommen. Ah. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn ich einfach hingehe und damit auch arbeite? Was kann man hiermit steuern? Den Einkaufswagen? Ein Boot! Ein Boot. Oh. Aha. Hier vorne eine Art Spitze machen. Ein Bug. Und dann ist hier Bootenkopf. Lars wird so auf hoher See fahren. Anscheinend soll Lars also ein Boot bauen. Und ob er das wirklich so hinbekommt, das werden wir später herausfinden. An die Pappe. Fertig. Los. Okay, Leute. Ich habe schon fast das Gerüst gebaut. Wie ihr sehen könnt. Roman, hilf mir mal. Oh, okay, okay. Nicht schlecht. Aber was ist denn das für eine Zeichnung da drauf? Ja, ich mache erstmal mal einen Kasten. Okay, das ist dann dementsprechend dein Flugzeugkasten. Ich weiß noch nicht, wie ich dann da reinkomme. Du musst dir halt eine Tür bauen dann. Die schneidest du dir aus. Okay. Lars, wie kommst du voran? Es sieht gut aus. Dann baue ich das mal alleine weiter. Ich baue jetzt hier vorne das Ding sozusagen mehr oder weniger zu. Sowas habe ich halt gedacht, dass das Schiff vorne zusammengeht. Ich muss halt überlegen, dass es vorne eine Rundung hat, damit die Wellen richtig brechen. Versteht ihr? Ich muss gucken, wie ich das ausschneide. So, eine Karosserie ist fast fertig. Hey, nicht gucken! Mach deinen eigenen Kram! Okay. Das ist schon mal stabil. Ah! Yes! Ich glaube, ich mache mir mal eine Tür. Haha! Passe ich da durch? Ich glaube, das ist noch zu klein. Ha! Und mein Eingang ist fertig. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus.
Ich habe die Idee, und zwar habe ich jetzt hier schon mal meine Front im Prinzip gemacht, das habe ich schon eben gesagt. Und zwar kann man so schon sehen, das hier ist der Wellenbrecher, dass die Aerodynamik an dem Schiff stimmt. Zack, wir machen das weiße Tape jetzt hier dran. Das wird so ein fettes Teil, Mann. Okay. Oh, hey, es hält einfach richtig gedacht. Hallo, ich bin auf Wellengang. Und dann hier, oha, was? Das sieht jetzt wirklich so aus wie so ein kleines Motorboot eigentlich. Okay, Leute, ich zeige euch mal eine kleine Wurmtour, was ich schon so gemacht habe. Kommt mal mit rein. Ist noch nicht so komfortabel. Also, man sieht, ich habe ja auch schon mal ein bisschen Kunst an meiner Wand. Und was ich gerade gebaut habe, ist für meine Füße. Und jetzt kann ich hier schon mit unterwegs sein. Was jetzt noch fehlt, ist, dass ich auch so ein bisschen durchschauen kann. Ich glaube, ich mache mir noch so ein kleines Guckloch hier rein. Ja, Mann. Okay. Ja, das sieht gut aus. Da lässt sich was mitmachen, würde ich sagen. So. Bam, Junge. Lars, ich habe das perfekte Nummernschild für dein Auto. Ding! Ah, stink! Das passt hier perfekt hin, Mann. Ohoho. Wow. Guck mal hier hinten, Leute. Ich habe hier hinten noch hier. Das heißt, du kannst dann hier richtig im Wasser manövrieren, Mann. Klar. Wow, du hast das mit dem Wasser ja wirklich ernst genommen. Aber du weißt schon, dass das Rennen auf der Straße stattfinden wird, oder? Echt? Du musst dich langsam beeilen. Der Timer tickt. Die Zeit läuft aus, Leute. Toni, wie sieht's bei dir aus? Also, ihr könnt euch ja bestimmt an meine Idee erinnern. Wisst ihr noch meine Skizze? Da ist ja so ein bisschen Interpretationsspielraum. Also dachte ich, ich mache einfach was ganz anderes und mache eine Box. Also, es wird kein Flugzeug geben? Nein, es wird kein Flugzeug geben, sondern es wird viel, viel cooler. Es wird eine Box. Ich mache hier noch so meine Arme raus. Okay, Leute, mein Boot ist fast fertig. Es fehlt jetzt nur noch das allerwichtigste Feature. Und zwar ist das ja ein Piratenschiff. Malt man einen Totenkopf. So irgendwie. So, die Augen. Und hier sind die Knochen. Denn wir sind die knochigste Bande. So, so, so. Sieht gut aus. Ich bin da drauf voll stolz. Ich setze mich da rein und dann kann's losgehen. Ich habe mich nochmal umentschieden. Okay. Das ist jetzt ein fahrendes Haus. Ein fahrendes Haus? Ja, und hier ist meine Eingangstür. Also, du wolltest erst ein fliegendes Flugzeug bauen, dann eine Box und jetzt ist es ein Haus. Ganz genau. Oh, okay. Am Ende des Tages kommt es ja nur darauf an, wer das Rennen gewinnt. Also das Rennen wird natürlich ich gewinnen. Wie soll ich mit diesen Dingern nicht gewinnen? Ja, genau. Nicht vergessen, die Zeit läuft gleich aus. Ja, ich bin fast fertig. Okay, Leute, kommt mal wieder mit rein. Ich gebe euch mal ein kleines Update, wie es bei mir so aussieht. Und zwar also hier hinten, hier kann ich immer so ein bisschen chillen, wenn ich Bock habe. Hier vorne kann ich richtig losfahren. Aber irgendwie fühle ich mich noch so ein bisschen eingeengt. Also, ich habe da so eine Idee, wie ich das mache. Ist das nicht cool? Okay, Leute, die Zeit ist fast vorbei. Ich mache jetzt nur noch die letzten finalen Handlungen. Für so ein richtiges Zuhause fehlt mir einfach noch so ein kleiner Vorgarten, wisst ihr? Und mein kleiner Vorgartenzaun. Das sieht schon richtig gut aus. Jetzt brauche ich nur noch einen Namen für mein Haus. Tonis lebende Hausbox. Oh yeah. Die Zeit ist um. Meine werten Damen und Herren, es geht an die Rennstrecke. Die Fahrzeuge sind fertig, die Rennstrecke vorbereitet. Und jetzt müssen wir uns nur noch mal die fertigen Fahrzeuge noch mal ansehen. Let's go! Okay, schauen wir uns mal ganz genau an, was Toni da gebaut hat. Wir haben hier ein... Die lebende Hausbox. Aha, okay. Du wolltest aber erst ein Flugzeug bauen, dann wolltest du eine magische Box bauen und jetzt ist es aber ein Haus geworden. Man muss halt das machen, was einen so inspiriert, weißt du? Stell dir mal vor, was für Features ich so habe. Also wenn du einen Brief hast, kannst du mir den da einwerfen. Oh, und das hier ist dein Garten? Es gibt kein richtiges Haus ohne einen richtigen Vorgarten. Also habe ich meine Monsterblume hier und mein Garten. So. Okay.
Okay, und dann ist hier auch sozusagen gleich die Eingangstür? Genau, da kannst du aufmachen und dann kannst du da rein. Oh, okay, also das ist das Innere von deinem Haus. Sehr interessant. Dieses Gesicht sieht richtig gruselig aus. Oh Gott, okay. Ich habe noch was ich dir zeigen muss. Also hier habe ich nämlich noch meine Häschen. Ah, du hast Haustiere. Ja. Oh, wow, und wie heißen die beiden? Schnuffels und Wuffels. Schnuffels und Wuffels, ja, ich verstehe. Okay, wollen wir vielleicht nochmal zeigen, wie du das Ganze fahren würdest? So, oh Mann. Okay, einmal einsteigen. Zeige ich meine Füße hier raus. Aha. Und dann kann ich loslassen. Wow, 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 ich verstehe. Okay, okay. Alles klar, gut. Ich glaube, Tony wird da auf jeden Fall richtig schnell vorankommen. Gucken wir mal, wie das Ganze bei Lars aussieht. Schauen wir mal bei Lars vorbei. Cooler Helm, Mann. Was geht ab? Sicherheit geht vor. Oh, Sicherheit also. Ist das dein Boot? Das ist mein Boot. Ich bin jetzt sogar schon eigentlich betriebsfertig. Es fehlt nicht mehr viel. Ich muss nur noch einsteigen, denn ich bin der Motor. Also du hast schon von innen eher alles so ein bisschen geklebt, richtig? Ah, alles genau, hier so. Genau, das Segel mussten wir noch mal ein bisschen fixieren eben. Du kannst dann sozusagen jetzt damit fahren, richtig? Ist das wirklich ein funktionierendes Fahrzeug? Klar, ich setze mich rein, zack. Es sind zwar keine Wellen da, aber wenn ich Gas geben will, gebe ich einfach Gasstöße. Oh, kannst du mir das dann mal vielleicht zeigen, wie du da reingehst und das dann fährst? Weil ja, guck mal, ich habe hier sogar... Oh, wie schlau! Ich habe gedacht, er muss stehen, aber er hat hier tatsächlich seine Sitzmöglichkeit. Eigene Sitzmöglichkeit. Das wow. Ist normalerweise ist das für Babys, aber wir sind hier keine Babys. Das ist sogar mit Sonderausstattung hier drin. Na dann, zeig mal, wie du dich fortbewegen wirst. Okay, ich verstehe. Das ist also hier, er paddelt sich wirklich vorwärts. Denn darum geht's nämlich jetzt. Jetzt fahren wir nämlich das Rennen. Toni gegen Lars. Wer wird dieses Rennen hier gewinnen? Lars mit seinem superschnellen Paddel? Oder vielleicht doch Toni mit ihrer laufenden Technik. Das werden wir jetzt gleich sehen. Okay, für ein Rennen brauchen wir eine Ziellinie und die müssen wir da hinten hin platzieren. Deswegen ab dahin. Und da sind wir schon. So, jetzt muss ich nur noch die Ziellinie ziehen. Also ich würde sagen, wir fangen vielleicht hier hin an. So. Das nenne ich mal eine gute Ziellinie. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch wieder zurück, damit ich das ganze Rennen starten kann. Also wieder zurück. Okay, Teilnehmer, seid ihr bereit? Tonis lebende Box? Ja! Und Lars mit seinem Piratenschiff? Arr, ahoi, ihr Landmatrosen. Der Schnellste, der die rote Ziellinie überquert, gewinnt. Es geht auf Zeit. Wer wird hier am schnellsten über die rote Ziellinie fahren? Es heißt 3, 2, 1, go! Oh, Toni, Toni! Oh, so wie es aussieht, haben wir hier einen Fehlstart. Oh, aber das Boot nimmt kurz, meine Güte, es fährt seitlich. Es ist ein Kopf an Kopf, denn, oh. Gewonnen! Nein, ich hab gewonnen, Mann! Hey, ich hab gewonnen, hör auf! Nein. Was soll das? Ich hab gewonnen! Hör auf, dich zu hauen! Hör auf damit, hallo! Hey, 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 hey! Ich hab gewonnen, sag, dass ich gewonnen habe. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es gibt hier eine Sache, die ihr nicht wisst. Es gab ein Fotofinish und ich glaube, zwischen euch beiden gibt es ein Unentschieden. Wie jetzt? Was soll das denn heißen? Das ist doch voll blöd, Mann! Naja, ihr müsst wissen, dass in echt eigentlich ich gewonnen habe. Aber du bist doch nicht mal mitgefahren. Genau, und du hast überhaupt gar kein Auto. Ja, eigentlich habe ich schon ein Auto. Und wenn man es genau nimmt, habe ich auch gesagt, dass es hier um Zeit geht. Das heißt, ich habe schon noch die Chance, eine Runde auf Zeit zu fahren. Was? Hä? Na dann, schaut mal her. Okay, während Toni und Lars ihre Häuser bzw. Autos gebaut haben, habe ich ein echtes Auto gebaut. Und zwar aus Pappe. Und jetzt möchte ich mal gerne sehen, wie die beiden reagieren, wenn ich da gleich um die Ecke fahre. Was habe
ich euch gesagt. Ja, ja. Also, das ganze Ding hier hat 500 PS. Wenn ihr hier nach hinten guckt, dann habe ich hier sogar so einen Spoiler gebaut. Das ist dafür da, dass man mal so zu schnell fährt. Oh, und ihr müsst unbedingt die Marke noch sehen. Es ist nämlich ein echtes Pappe Aerosol-Mobil. Ja, genau. Und jetzt zeige ich euch noch das coolste Feature. Denn das Auto hier kann sogar fliegen. Fliegen? Fliegen? Ja, dafür muss ich hier nur ein paar Knöpfe drücken. Und da geht's auch schon los. Da ist er weg. Leute, das war auf jeden Fall unsere Papp-Auto-Challenge. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal aus Pappe bauen wollt. Das ist ein Flugzeug, ein Schiff, ein Haus, was auch immer, Leute. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da, so wie immer. Abonniert den Kanal und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.